Wir sind alarmiert worden zu einer Wasserrettung, weil eine Person ins Wasser, in die Aller gegangen ist, um einen Ball, der beim Allerpark, beim Ballspielen ins Wasser geschossen wurde, herauszuholen. Und diese Person ist dann kurze Zeit später, nachdem sie in die Aller reingegangen ist, schon untergegangen und unter der Wasseroberfläche weiter Richtung Allermündung getrieben worden. Es wurden zwei Boote zu Wasser gebracht, ein Boot von der DLRG und ein Boot von der FTZ Pferden, sowie die Uferbereiche von Kräften der Ortsfeuerwehr Pferden und der Ortsfeuerwehr Höhne-Schuttbergen fußseitig abgegangen. Die Sucharbeiten gestalteten sich schwierig, da durch die einsetzende Dunkelheit die Sicht fast null war, sodass wir auch nach gut 1,5 Stunden den Einsatz abgebrochen haben. Die Überlebenschancen sind gleich null.